Heute beschäftigen wir uns mit dem Unterschied zwischen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung und der schizoiden Persönlichkeitsstörung. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro wirst du mehr darüber erfahren. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Leib und Seele. Neben mir die wundervolle Malu, mein Name ist Susch Vinzenz. Und wenn du gerne solche Videos schaust, dann lass ein Abo da, wenn du es noch nicht getan hast. Und drück natürlich auch die Abo-Glocke. Auch über ein Like würde sich Malu natürlich sehr freuen. Ja, heute geht es um den Unterschied zwischen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung und der schizoiden Persönlichkeitsstörung. Ja, Malu, wir wissen ja, beide treten im frühkindlichen oder im Säuglingsalter auf, im Alter von 5 Monaten, da entwickelt sich diese Persönlichkeitsstörung, wobei die Schizoide ja noch früher ist, also zwischen dem 5. und dem 12. Lebensmonat, ja, ja. Und die narzisstische dann vom 5. bis zum 18. Lebensmonat. Ja, was ist genau der Unterschied dieser beiden Persönlichkeitsstörungen? Also die Ursache, also der frühe Beginn, ist gleich, das haben wir ja schon gesehen. Und es gibt Autoren, die werfen diese Störung, also die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die schizoide Persönlichkeitsstörung und auch die emotional instabile Persönlichkeitsstörung in einen Topf. Oh. Kernberg zum Beispiel, ein sehr bekannter Autor, der Ende der 90er Jahre auch nochmal dazu Artikel geschrieben hat, behandelt diese Störung ziemlich gleich. Aber ich persönlich, ich finde, dass das unbedingt differenziert. Ja, es sind ja ganz zwei total verschiedene Verhaltensweisen. Sicherlich, alle diese betroffenen Menschen, die unter diesen Störungen leiden, haben mit der Realitätsüberprüfung ihre Schwierigkeiten, aber im Kontakt in der Arbeitswelt oder zu Kollegen oder auch in der Beziehung zu sich selber unterscheiden sich diese Störungen erheblich. Mhm. Also die schizoide Persönlichkeitsstörung, da empfinden sich die betreffenden Menschen als Ich-Synton. Also es gibt wenige Patienten, die einen, das sind ja gar keine Patienten, also Leute, die einen Leidensdruck entwickelt haben oder entwickeln, weil sie unter Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich leiden. Da gibt es sehr wenige, die in Therapie kommen. Da sind es eher die Bezugspersonen, die diesen Menschen nicht lesen können, also nicht herausbekommen können, wie ist die Stimmungslage. Jemand anders zeigt das mit Mimik und Psychomotorik oder kann das sprachlich ausdrücken. Das können diese Menschen nicht. Aber ein Narzisst auch nicht, oder? Ein Narzisst hat da einen anderen Umgang, der kann das schon, aber der ist sehr... Aber er macht's nicht. Er ist sehr so der Bewertung unterworfen. Mhm. Also für einen Narzissten gibt es nur gut oder böse, schwarz oder weiß. Mhm. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Also ja. Der kann Leute sehr für sich einnehmen, aber er kann im nächsten Moment diese Menschen auch fallen lassen. Und das kann er dann auch mit sehr viel Affekt tun. Das kann er auch mit Wut tun. Und solche Chefs zum Beispiel, die mögen dann sehr gerne öffentliche Wutanfälle oder Beschimpfungen oder Entwertung oder Entlassung, also so, dass man das sieht, was da los gewesen ist. Bei einem Schizoiden-Chef würde man das nicht sehen. Da würde viel davon mit sich selbst ausmachen oder hat über einen bestimmten Kollegen schon eine gute Meinung. Der kann sich dann auch einen Fehler erlauben. Das sollte man bei einem Chef, der eine narzisstische Struktur hat, auf gar keinen Fall machen. Ja, ein narzisstischer Mensch kann auch schlecht Fehler einräumen, kann sich schlecht entschuldigen, kann sagen, bin völlig übers Ziel hinausgeschossen, das wollte ich nicht, ich habe mich da gehen lassen, ich habe sie beleidigt, bitte entschuldigen Sie, wird nicht wieder vorkommen, tut mir furchtbar leid, wir können sachlich über die Angelegenheit reden, aber das, was da eben vorgefallen ist,
tut mir furchtbar leid, das werde ich im Kollegenkreis auch noch sagen. Das würde ein narzisstischer Chef nicht niemals hinbekommen. Ja. Ein schizoider Chef würde das hinbekommen, wahrscheinlich. Mhm. Ja, dann hatten wir noch den... In der Beziehung jetzt, ja. diese Nähe, Distanz, haben ja eigentlich auch beide, oder? Haben dieses natürlich Problem. Beide. Also wenn jemand so entwertet wurde, zum Beispiel von einem Menschen, der eine narzisstische Struktur hat, dann würde der Beziehungspartner wahrscheinlich das Weite suchen. Also wenn es ein Kollege ist oder wenn es eine Geschäftsbeziehung ist, also wenn das mein Versicherungsmakler mit mir macht, dann würde ich gehen. Mhm. Und das können andere dann so regulieren. Ein narzisstischer Chef wäre dann wahrscheinlich immer noch der Überzeugung, dass er absolut im Recht ist und dass es gut ist, dass der Klient jetzt verschwunden ist. Zum Beispiel. Ja. Und in der Beziehung genauso. In der Beziehung genauso. Also es ist sicherlich schwierig, mit einem narzisstischen Menschen zusammen zu leben. Also als Ehemann oder als Ehefrau muss da schon wirklich sehr viel Liebe im Spiel sein und ein langer Atem, um diese Dinge vielleicht später noch einmal zu reflektieren. Was nicht unmöglich ist, aber was wirklich sehr, sehr viel Verständnis von außen bedarf. Und vielleicht kommt es auch dann dazu, dass dieser Mensch einen Leidensdruck entwickelt und selber sich Hilfe sucht und in einer therapeutischen Beziehung über eine lange Zeit nachreifen kann und reflektieren kann. Und da muss der Therapeut einen langen Atem haben. Beim Narzissten? Bei einem Narzissten, ja. Und bei einem... Bei einem schizoiden Menschen, der hat diese schwerwiegenden, nach außen sichtbaren Tendenzen mit so viel Aggression, sage ich mal, also mit so viel Wut, nicht. Mhm. Aber da würde vielleicht der Beziehungspartner sagen, ich weiß nicht, wie es meinem Mann oder meiner Frau gerade geht. Ja. Sie zeigt kein Gefühl, ja. Und sie spricht auch kein Gefühl an, und wenn ich frage, sagt er oder sie, alles in Ordnung, und das glaube ich nicht, und dann fühle ich mich ausgeschlossen, und deswegen suche ich jetzt hier die Hilfe beim Therapeuten, oder ich würde gerne mit meinem Ehepartner herkommen und würde das hier gerne in einer neutralen Situation besprechen, wie es mir geht. Vielleicht kann er oder sie dann auch sagen oder besser sagen, wie es ihm geht, oder mich besser verstehen. Das wäre mein Wunsch. So kann es laufen. Jetzt hatten wir auch noch über die Borderline-Störung gesprochen oder über die emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Ja. Wie unterscheidet die sich nochmal? Wollen wir da nicht ein extra Video drüber machen? Können wir auch extra. Können wir auch zwischen, extra zwischen Borderline und schizoider Persönlichkeitsstörung. Damit ja, das und narzisstischer Störung sind ja alle drei in einem sehr frühen Zeitraum. Aber ich glaube, wir hatten ja schon eins gemacht zwischen Borderline und narzisstischer. Also von daher befinden wir uns ja irgendwo hier in einem Dreieck. Ne? Von daher würde ich sagen, wir machen lieber noch ein extra Video zwischen der Borderline und der schizoiden Persönlichkeitsstörung. Okay. Ja, aber ich habe jetzt mal noch eine andere Frage. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist ja so gut wie nicht heilbar. Oder der Patient, der Mensch, lässt sich ja eigentlich nicht heilen. Ne? Kann man muss so er wirklich, nicht, er kann muss man, ja wirklich davon überzeugt sein. Kann man so nicht sagen. Ja, aber jetzt, ich wollte es im Vergleich zum Schizoiden. Ist diese Krankheit eher heilbar? Die Persönlichkeitsstörungen sind tiefgreifende Störungen. Die sitzen tief und man kann das Leben helfen lang, in einer therapeutischen Beziehung, dass diese Menschen mit ihrer Umwelt und mit ihren Beziehungspartnern, mit Familie, mit Kollegen und in ihrer Alltagsgestaltung besser klarkommen und weniger Leid haben. Die Mitmenschen. Nein, die betreffenden Personen. Okay. Es ist natürlich immer die Frage, wann kommt so eine Person in eine Therapie? Ja. Oder wie gelingt es den Beziehungspersonen, diese Menschen auch in eine Therapie zu bringen oder mitzubringen oder eine Paartherapie anzufangen? Also solange
es einen Menschen gibt, der sagt, ich leide nicht, oder es liegt ja daran, dass die anderen so gemein zu mir sind, dann muss ich ja nichts auf den Tisch legen und ich muss ja nichts bewältigen, das ist ja alles deren Sache. Mhm. Da ist ja kein Bedarf für irgendeine Behandlung oder für irgendeine Heilung. Mhm. Also solange jemand sagt, an mir liegt es ja nicht, alles okay, ja, muss man da nichts machen. Das, was natürlich bleibt, ist immer eine andere Realitätssicht als andere Menschen, die haben. Also eine Realitätsüberprüfung ist schwieriger, wenn man eine Persönlichkeitsstörung hat. Halten Schizoide, also Menschen mit schizoiden Persönlichkeitsstörungen, halten die Beziehungen länger als bei einem Narzissten? Weil bei einem Narzissten sagt man ja, ja. Kann man so nicht sagen, kommt auf die Beziehungsperson an. Ja, ja. Aber bei, grundsätzlich also, aber gesehen. Wenn man eine Liebesbeziehung hat oder eine Lebenspartnerschaft hat mit einem schizoiden Menschen, kann die sehr lange halten. Aber man muss eben akzeptieren, dass diese, statistisch weiß ich gar nicht, ob sowas untersucht worden ist. Kann ich nur so sagen, aus meiner Erfahrung. Mhm. Das kann sehr lange halten. Okay. Also, die Beziehungspartner müssen aber irgendwie akzeptieren, dass ihr Mann oder ihre Frau so ist, wie sie ist. Also mal da und mal weg. Also mal ganz große Nähe und mal Distanz. Ja. Ja. Und damit umzugehen ist bestimmt nicht leicht. Ja. Aber wenn das jemand kann, dann können solche Beziehungen wirklich sehr, sehr lange halten. Okay. Ja, und du hast ja vorhin gesagt, diese drei Persönlichkeitsstörungen werden oft in den gleichen Topf geworfen, weil diese ja recht ähnlich sind. Sind sie ja auch im Prinzip recht ähnlich, allerdings ist ja der Narziss oder der mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung der Mensch, der braucht ja mehr den Anblick von unten nach oben. Wobei der mit der Schizoiden ja scheinbar gleichbleibend gleichbleibend ist, das nicht braucht. Ne? Also da liegt wahrscheinlich der wesentliche Unterschied, oder? Dass auch der Schizoide nicht dieses Publikumsverkehr braucht, welches der Narzisst braucht. Diese Anerkennung. Richtig. Ja. Ja. Also beim Narzissten ist es ja immer so, also entweder so eine Selbstüberhöhung, so ein grandioses Selbst oder so ein Wertlosigkeitsgefühl, was schwankt. Also ein Narzisst ist ja auch sehr kritikempfindlich und dann schrumpft das Selbstwertgefühl ganz schnell ganz schlimm zusammen und da entsteht auch ein großes Leid und auf der anderen Seite aber auch so eine Neigung, sich zu überhöhen, ich kann alles alleine, ich bin der Größte, ich schaffe alles, also wo steht das Klavier? Und wenn dann aber niemand da ist, der positiv bestätigt, dann geht natürlich auch ein positives Lebensgefühl verloren. Und dann kann auch ein Leid entstehen bei einer Frustration. Also das kann sehr schnell kippen von ich bin der Größte ich bin gar nichts wert. Und das ist beim Schizoiden gar nicht so. Das ist beim Schizoiden. Der verträgt auch Kritik, oder? Nicht so. Also die prallt nach außen scheinbar ab. Und der Schizoide hat eine andere Abwehrlage. Also der hat auch zum Beispiel die Affektisolation als Abwehrmechanismus. Das heißt, der Affekt, der zu einer Frustration oder zu einer Beleidigung gehört, der wird isoliert, der wird abgespalten und man sieht ihm das nicht an. Er ist scheinbar gleichbleibend und er muss dann auch nicht Wutausbrüche bekommen oder jemanden beleidigen oder jemanden entwerten. Das braucht er nicht. Äußerlich, aber innerlich hat sich trotzdem was geändert? Innerlich hat sich trotzdem was geändert, ja. Man sieht es ihm nur nicht an. Mhm. Ja. Man merkt es ihm nicht an. Und er würde sagen, er ist mit sich im Reinen, das müssten andere eigentlich auch sehen und das müssten andere auch verstehen, aber die anderen, die sehen es nicht. Also es ist immer Pokerface und da kann er nichts für. Das hat eben seine Ursachen in diesen ganz, ganz frühen Lebenserfahrungen in der Säuglingszeit. Okay. Und kann er irgendwann explodieren? Passiert. Ich meine, da baut sich ja auch viel Druck auf. Passiert nicht. Passiert nicht. Passiert eigentlich nicht. Seine Abwehr wird dann wieder die Suche nach Distanz sein. Also das Ventil ist die Distanz. Das Ventil ist die Distanz, ja. Mhm. Und er wird dabei nicht,
Also es kommt nicht zu einem Affektausbruch, sondern er wird dann vielleicht irgendwann kündigen und aus dem Betrieb verschwunden sein. Also er ist jetzt von der Arbeit, ja. Ja, zum Beispiel. Oder ja. auch in einer Beziehung. Ja. Er würde dann gehen. Okay. Gut, dann vielen Dank für das informative, sehr interessante Gespräch. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Im nächsten Video, wenn wir die schizoide Persönlichkeitsstörung der Borderline-Persönlichkeitsstörung oder Persönlichkeitsstörung Borderline gegenüberstellen, wie da der Unterschied dann ist. Ja. Und wenn euch das auch interessiert, dann lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und vergesst nicht, die Abo-Glocke zu drücken und lasst natürlich für Malu auch ein Like da. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, ich bedanke mich bei dir und freuen uns, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ciao und bis bald. Auf Wiedersehen.